Wilhelmina aus Berlin. Ja, schönen guten Abend. Musikerin mit Herz und Seele tourt gerade durch Deutschland als Vorband von Mr. Me. Gemeinsam mit ihrer Band trat sie am 30.11.2017 in der Sputnikhalle in Münster auf und verzauberte das Publikum mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Wir haben sie gefragt, worüber ihre Texte handeln und welche Emotionen sie hiermit verarbeitet. Ich schreibe autobiografische Texte. Ich schreibe darüber, was mir passiert ist in meinem Leben. Ich rede über die Beziehung. Ich verarbeite ganz, ganz viele Dinge in meiner Musik und schreibe darüber. Ob es jetzt Liebe ist oder Schmerz, das ist alles in diesen Liedern drin. Ich kratze dich vom Boden. Ich wasch dein und rausch. Ich halte deine Hand. Ich halte dich nicht aus. Du bist so viel, zu viel, zu viel für mich. Ich hab gelernt auch ohne dich. Ich werd wieder zum Kind, wenn du trinkst. Des Weiteren wollten wir wissen, wie ihre Texte entstehen. Ich kam einfach auf die Idee, ich habe einfach angefangen irgendwie zu schreiben und habe das erst auf so Instrumentalsongs gemacht, bei YouTube oder ähnlichem, und habe dann einfach losgelegt, irgendwie einfach drauf loszuschreiben und zu gucken, was da irgendwie rauskommt. Und habe dann im weiteren Verlauf einfach mit immer einer Person geschrieben, und dann sind irgendwie einfach Texte entstanden und haben Stück für Stück irgendwie meine Geschichte in Worte formuliert und gepackt. Aber ich träume nicht mehr von mir.